Die klassische Bauernmalerei gehört eigentlich nicht zur naiven Kunst, aber es gibt Grenzfälle, wie zum Beispiel Johannes Rothach, der ein Vertreter der klassischen Bauernmalerei ist, die ja ganz bestimmten Bildregeln folgt. Aber in seinen letzten Bildern im hohen Alter zeigt uns hier Johannes Rothach eine ganz naive Auffassung, ein ganz naives Bild, wo er die Tradition der klassischen Bauernmalerei verlässt und uns hier als naiver Künstler begegnet. Linda Naef, deren Werk wir hier sehen, die in Genf lebt, zeigt uns, wie unterschiedlich und wie vielfältig und wie individuell Outsider Art tatsächlich ist. Dass es die allgemeine Kunst von Outsider Art gar nicht gibt. Linda Naef hat ein Werk geschaffen, das man in ihrem eigenen Wohnbereich selbst erleben muss, um ihr Werk wirklich verstehen zu können. Für die Ausstellung konnten wir nur wenige einzelne Arbeiten auswählen, aber tatsächlich hat sie ein ganzes überbordendes Oeuvre geschaffen, das sich in ihrer Wohnung stapelt und staut und in Folien verpackt, bewahrt ist. Letztendlich ist ihre Wohnung zu einem Kunstdepot, zu einem Kunstlager geworden, wo sie zugleich auch künstlerisch arbeitet.